meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Bauvlog von uns. Ja, wir sind wieder hier auf der Baustelle. Und die Kleine liegt gerade wieder in ihrem Babybett. Und seht schon, wir haben den Wickeltisch hier aufgebaut, aber das zeige ich euch gleich. Erstmal geht jetzt ins Badezimmer. Das ist nämlich schon der Felix ganz, ganz fleißig. Und wir haben jetzt vor 2 Tagen angefangen zu fließen. Und auch immer vor abends, also nicht lange, ne? Ja, also nicht, dass wir das nicht schaffen, sondern wir haben immer nur abends so ein paar Stunden, beziehungsweise meist sogar nur 1 Stunde, 1,5, weil Felix das jetzt mal lernen musste von meinem Vater. Jetzt kann er das und jetzt macht er weiter hier und ich zeige euch das. Okay. Gut, also ihr seht schon mal, hier ist überall Chaos. Und ich zeige euch erst hier. Das hat Felix nämlich heute gemacht. Tadada! Also hier kommt ja das Waschbecken hin. Da hat Felix jetzt gerade diese Fliesen an die Wand gebracht. Und dann haben wir hier noch unsere Dusche. Das gehört da nicht so, ne? Die ist nicht fest. Keine Sorge. Genau, haben die Männer soweit schon mal gemacht. Und hier ist schon mal der Toilettenbereich. Ich finde, das sieht so schön aus, Leute. Oh mein Gott, das sieht so schön aus. Ja, hier ist auch schon was dran. Ich glaube, man kann sich das schon sehr, sehr gut vorstellen. Also die sind jetzt auch noch nicht verfugt oder so, ne? Das kommt alles noch. Die sind jetzt erstmal nur an der Wand. Und jetzt hat Felix hier gerade noch diese ran gemacht. Das hier hat er gestern schon gemacht. Aber das hat er eben gerade noch gemacht. Ja, das sieht doch schon mal richtig, richtig schön aus, oder? Richtig, richtig schick. Bist du zufrieden? Noch nicht, aber kommt noch. So, hier sind die Mosaiksteine, die wir ja noch für die Dusche haben wollten. Ne, so sehen die aus. Habe ich euch ja, glaube ich, schon gezeigt im Baumarkt-Vlog. So sehen die aus und die kommen hier hin. Hier zwischen, wo ihr, also hier diese eine Bahn, kommt das einmal so komplett nach oben. Eigentlich haben wir jetzt noch überlegt, das da bei der Badewanne auch zu machen. Also hier so ein Streifen hoch. Aber dann hat Felix schon angefangen zu fließen und dann war das nichtig. Aber ist ja auch egal. So passt es ja auch sehr, sehr gut. Genau. Felix macht jetzt, wie gesagt, hier weiter. Und wir werden jetzt einmal kurz das sind die Hunde. In Elias Zimmer einmal alles beschnuppern hier. Sie kennen das ja noch gar nicht. Genau, wir haben den Wickeltisch hier reingebracht, genau. Ja, den haben wir gestern hier hochgebracht. So sieht das Ganze jetzt aus. Also er ist wirklich sehr, sehr groß, sehr, sehr wuchtig und nimmt auch echt eine Menge Platz weg. Und wenn man jetzt hier guckt mit dem Kleiderschrank, es ist schon ganz schön eng und wir sind sehr froh, dass wir einen Kleiderschrank haben mit Schiebetüren, weil dann hat man nämlich das Problem mit den offenen Türen. Es geht immer noch, man kann hier problemlos stehen, das ist fast 1 Meter, der hier Platz ist. Und man kann hier sehr gut noch am Schrank arbeiten. Man kriegt die Schubladen weit genug auf. Ne? Also das ist überhaupt gar nicht das Problem. Ich finde halt nur, er wirkt so von vorne sieht er in Ordnung aus. Und von der Seite wirkt er sehr drückend. Aber ich finde das immer noch völlig in Ordnung. So, ich habe die Kleine mal eben auf dem Arm. Also so sieht das Ganze jetzt aus. Mit dem Wickeltisch. Die Kleine will immer die Kamera haben. Ja, der Baum kommt auch relativ gut noch zur Geltung. Hier haben wir noch ihren Traumfänger und die Wickelauflage haben wir schon drauf getan. Jetzt kommt da oben noch ihr Mobile ran und hier kommt auch noch ein Regal ran. Genau, das liegt hier. Das Regal kommt da oben drüber noch. Da müssen wir noch mal schauen wegen dem Baum, wie das eben am besten aussieht. Genau, wie wir das am besten machen. Aber das liegt auf jeden Fall schon mal da. Der Teppich kommt hier in die Mitte, aber hier müssen wir erstmal saugen und nochmal feudeln ein paar Mal. Der kommt ja hier in die Mitte, der Teppich. Und hier soll auch noch ein Regal hin, da habe ich mir jetzt auch schon eins ausgeguckt. Das wollen wir jetzt noch bestellen. Das kommt dann hier noch hin. Und dann passt das, denke ich, auch. Da muss ich nochmal gucken, wie ich das hier mit dieser ganzen Ecke mache, wo die Garderobe hinkommt und so. Aber da finden wir schon einen Platz. Hier liegen jetzt alle Sachen aus dem Wickeltisch. Die stehen ja schon so ein bisschen länger. Und die... Ja, wollte ich jetzt gleich wieder einsortieren hier in den Wickeltisch und das alles ordentlich machen. Hier muss ich noch die eine Schublade einstellen. Aber das ja, ist schon alles in Ordnung. Und hier auch noch die ganzen Klamotten, die haben wir jetzt gestern drin gelassen, als wir den Wickeltisch umgebaut haben. Das muss natürlich auch wieder alles ordentlich gemacht werden. Ne? Mal alles durchsortieren und alles nochmal machen.
Genau, aber so sieht das Ganze schon mal aus und ich bin, will ich jetzt schon mal die nächste Fliese ran gemacht. Schauen wir doch mal. Oh ja, sieht doch echt ganz gut aus hier. Das ist übrigens nicht unsere Toilette, die da steht. Unsere Toilette steht unten, die hier reinkommt. Die haben wir nur zum Testen mal benutzt. Nicht zum Testen, zum Dings einbauen. Ja, zum Höheneinstellen von diesem Ding hier. Ja, oh, Vivi hat wieder Hunger. Stelle ich sie gleich einmal kurz. Aber erstmal schauen wir hier, was der Felix macht. So, Felix hat jetzt noch diese Ecke hier gemacht. Tada, sieht richtig, richtig gut aus. Ich bin so begeistert. Also für das Felix ist wirklich gerade das erste Mal alleine macht. Ich bin einfach, wow. Also ich habe es ihm wirklich nicht zugetraut, aber ihr seht, der Mann kann einfach alles, wirklich. Ja, also das hat er jetzt gemacht und jetzt macht er kurz Pause, weil Fliesenkleber ist leer. Und deswegen machen wir jetzt kurz Mittagspause. Und ich kann euch auch nochmal zeigen, was ich drüben im Babyzimmer geschafft habe. Kleine liegt hier in ihrer Wippe. Und ich bin jetzt hier gerade dabei. Gott, ihr seht das Chaos, oder? Also ich bin jetzt hier gerade dabei, die Tüten bzw. die Kiste hier auszuräumen. Einmal habe ich jetzt hier die Kiste schon leer. Da ist jetzt noch eine Broschüre drin und eine zu kleine Schwimmwindel. Das kommt weg. Und dann habe ich jetzt noch diese Kiste hier, die bin ich gerade dabei leer zu machen. Und ich bin echt begeistert. Ich habe das beides. Also das beides war damals in zwei Schubladen. In diesen beiden. Und ich habe jetzt nur eine verbraucht. Beziehungsweise habe ich ja nur, wie ihr seht, so eine halbe. Hier so eine halbe verbraucht. Hier sind jetzt alle Sachen, die, ja, so, ne? Hier, was man halt alle, was ich eigentlich gar nicht mehr brauche. Hier sind auch noch ein paar Dreierwindeln, die ich jetzt noch übrig hatte. Eine Packung Viererwindeln, die ich damals schon gekauft habe. Wickelunterlagen und so. Aber das brauchen wir durch die Stoffbindeln gar nicht mehr. Aber ich behalte es trotzdem noch. Man braucht es ja vielleicht irgendwann doch nochmal. Jetzt fahren wir zum Beispiel nächsten Monat in Urlaub. Und da werden wir auf jeden Fall diese Packung hier, denke ich, mitnehmen, wenn die Vierer schon passen. Ich weiß es noch gar nicht, ob die denn überhaupt schon passen. Ja, hier habe ich jetzt alle Flaschen. Beziehungsweise sind das ja auch die einzigen Flaschen, die wir haben. Und ja, auch noch ein paar Tücher, ein bisschen Pränahrung. Hier haben wir jetzt noch ein paar Sachen, das kommt noch darüber, genauso wie das. Und diesen hier werden wir jetzt auch aussortieren, der ist nämlich schon zu klein, der süße Badeanzug. Der kommt hier also auch raus. So, und hier habe ich jetzt schon vorher, das habe ich schon vorher gemacht, eine Kiste mit Spielsachen. Das hier ist ein Kirschkernkissen. Das wird aber dann hier hinkommen. Weil hier ist auch ihr kleines Kirschkernkissen, das da von Pip. Deswegen kommt das hier auch mit rein. Hier sind jetzt so ihre Schnuller, wie vorher auch. Die gleiche Kiste war ja vorher auch schon so. Nur habe ich jetzt hier auch mal aussortiert. Ja, so viel Creme und was nicht alles, was wir alles überhaupt nicht benutzen. Wir haben nur eine Creme, die wir wirklich benutzen. Und das auch jetzt erst einmal. Und zwar ist das diese hier von Böb. Mehr habe ich bis jetzt noch gar nicht verwendet. Hier sind eure Nasentropfen, die wir einmal benutzt haben. Aber sonst benutze ich wirklich gar nichts von diesem ganzen Zeug, ja. Also man kauft da Unmengen, aber irgendwie braucht man das nicht. Ich bin ja gespannt, ob man das später nochmal braucht. Zum Beispiel das hier braucht man natürlich, wenn die Kleine irgendwann badet, ne. Dann hat sie hier so ein schönes Kinderbad oder so, ne. Ich bin echt gespannt, ob wir das alles noch später brauchen. Oder ob man das gar nicht braucht. Aber es wird ja auf jeden Fall nicht verschwendet. Sonst benutzt man dasselbe oder für Kind Nummer 2 oder so. Hier haben wir zwei leere Körbchen. Hier diese genähten Körbchen, einmal passend zur Wickelunterlage. Und einmal so. Genau, da kommen diese Körbchen, glaube ich, oder beziehungsweise, glaube ich, diese beiden Körbchen in dieser Farbe, kommen später aufs Regal, weil ich finde, diese passen natürlich hier besser zur Wickelunterlage. Dann, da habe ich nämlich noch eins von. Und genau, hier mache ich jetzt also weiter. Das hier fehlt nämlich noch. Beziehungsweise ist es ja auch gar nicht mehr so viel. Habe ich auch noch zwei Flaschen. Ich glaube, die können auch weg eigentlich, weil wir gar keine Flaschen brauchen. Beziehungsweise die ich habe, werden auf jeden Fall reichen, falls sie irgendwann mal ein Flaschenkind wird. Ja, braucht man auf jeden Fall nicht so viele Flaschen. Ich habe ja hier noch die. Das sind 6 Stück. Und in der Küche habe ich auch noch welche. Das heißt, ich glaube, dass ich die beiden aussortiere. Mal schauen. So, meine Lieben, guten Tag. Es
ging mal wieder ordentlich auf der Baustelle zur Sache und ja, ich wollte es mal zeigen. Die Kleine ist dann ihre Wippe und jetzt zeige ich euch mal, was die hier geschafft haben und zwar ta-ta-ta-ta-da! Also wir sind wirklich tatsächlich fast fertig. Hier ist ja, der Toilettenbereich, ne? Hier fehlt jetzt noch so ein bisschen, wie ihr seht. Dann haben wir hier das schon fertig. Hier oben auch schon fast fertig. Das macht Felix jetzt gerade noch. Und hier haben wir auch schon die erste Mosaikplatte drin. Wir haben uns ja hier so für so ein Mosaik entschieden. Was hier einmal so nach oben kommt. Und da haben wir jetzt hier schon die erste Platte drin. Und das finde ich, sieht richtig schön aus. Passt richtig gut hier rein. Und es ist halt, ne, es hebt das Ganze noch so ein bisschen auf. Ja, die kommt dann einmal so ganz runter. Ja, und hier unten haben wir auch schon alles fertig. Da fehlt jetzt noch ein ganz kleines Stück. Aber sonst sieht das doch schon richtig gut aus. Auch hier sind schon die Sachen ausgeschnitten. Sehr schön. Ja, so sieht das Ganze also aus. Hier bei der Badewanne fehlt auch noch ein bisschen was, aber es nimmt auf jeden Fall Form an langsam, das Bad hier. So, meine Lieben, Felix hat mir wieder einiges geschafft und ich dachte, ich zeige euch das nochmal schnell. Denn ja, wir haben euch schon relativ lange nicht mehr mitgenommen und ich wollte euch natürlich nochmal alles genau zeigen. Und oh mein Gott, das sieht so schön aus! Ja, also vorab erstmal so ein Einblick. So sieht unser Bad aus. Wir sind eigentlich fertig, bis auf diese Ecke sind wir komplett fertig gefliest. Ja, ich würde sagen, wir fangen hier an. Hier seht ihr auch schon mal, für welche Fuge wir uns entschieden haben. Das ist nämlich auch schon fertig geschlemmt. Und so haben wir uns wirklich für so ein ganz dunkles Grau entschieden. Und ich finde, das sieht mit den weißen Fliesen einfach so gut aus. Ja, so sieht es also aus. Das zeige ich euch gleich nochmal genauer. Hier haben wir das auch so. Und wir haben uns hier auch für diese Schienen entschieden, sage ich mal, genau. Ja, so sieht das Ganze richtig schick aus, oder? Oh, ich bin so begeistert. So, und jetzt hier ist auch schon unsere Dusche übrigens. Oder Duschenständer, Träger, genau. Und genau, eine ganz normale Dusche eben. Und hier sieht es so aus. So schön, oder? Mit dem Mosaik. Ich finde, das sieht so gut aus. Hier noch so eine kleine Ablage nachher für Shampoo oder ähnliches. Richtig, richtig schön. Ich bin so begeistert, wirklich. Ich bin selten so begeistert, aber ich bin richtig begeistert. So sieht das Ganze aus. Das ist jetzt auch schon fertig geschlemmt. Also das trocknet gerade noch ein bisschen. Das heißt, die Farbe wird noch ein bisschen heller. Aber genau, so im Groben und Ganzen sieht das so aus. Und jetzt hat Felix hier schon abgeklebt. Und hier die Ränder weiß gestrichen. Denn das hier ist jetzt die Farbe, die hier an den Rand kommt. Das ist so ein Mintton. Und den wollten wir eben hier an die Wände haben. Und hier oben hat Felix auch schon komplett weiß gestrichen, wie ihr seht. Also die Decke ist schon komplett fertig gestrichen, auch hier. Also das ist auch schon alles, alles schön. Und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit, wenn es hier weitergeht.